Neutrinos, die wohl mysteriösesten Teilchen in unserem Universum. Sie kommen am häufigsten vor, aber wir wissen kaum etwas über sie. Das Katrin-Experiment in Karlsruhe will jetzt hinter das Geheimnis der Neutrinos kommen. Mit der genauesten Waage der Welt und dem reinsten Vakuum auf der Erde, so wird das Experiment gerne bezeichnet, sollen die Neutrinos gewogen werden. Und vielleicht erfahren wir dabei auch, warum es kein Nichts gibt und wieso es Materie und kaum Antimaterie im All gibt. Ihr habt euch das Thema bei WhatsApp gewünscht und vielen Dank dafür. Herzlich willkommen also bei Klicks um Science and Fiction. Heute übrigens vom CERN in Genf. Elektrisch neutral, leicht und das häufigste Elementarteilchen überhaupt, das Galaxien formt und hinter der Bewegung im Universum steckt. Doch wie schwer sind sie? Rund 200 Forscherinnen und Forscher sind beteiligt und dem Rätsel auf der Spur. Erstens, was will man mit dem Experiment erreichen? Neutrinos wurden lange Zeit auch als Geisterteilchen bezeichnet, denn sie interagieren nicht mit gewöhnlicher Materie oder kaum, sie rasen stattdessen einfach durch sie hindurch. Durch Menschenhände, Bäume oder auch Sterne und Planeten. Lange ging man also davon aus, dass sie keine Masse besitzen. Doch mittlerweile weiß man, dass sie wohl einfach sehr, sehr leicht sind. Eventuell sind sie sogar zu leicht, um sie derzeit überhaupt messen zu können. Erst vor 3 Jahren entdeckte Arthur MacDonald bei direkten Messungen der Neutrino-Oszillationen, dass sie überhaupt eine Masse haben. Dafür bekam er einen Nobelpreis. Seitdem sind Forschungsteams den Neutrino-Massen dicht auf der Spur. Wenn es überhaupt gelingt, diese zu bestimmen, dann mit Katrin am Karlsruher Institut für Technologie am KIT. Denn die Messempfindlichkeit von Katrin ist 100-mal empfindlicher als die bisherige Anlagen. Langfristig wollen Forschungsteams durch das Verständnis dieser Elementarteilchen, aber vor allem die Grundfragen des Universums verstehen. Warum gibt es etwas und warum gibt es nicht einfach nichts? Konkret also, warum ist beim Urknall ein Ungleichgewicht zwischen Materie und Antimaterie entstanden? Zweitens, wie genau funktioniert das Katrin-Experiment? Zurück zum Experiment selbst. Tatsächlich werden gar nicht die Neutrinos gemessen, wie auch, wenn sie doch wie Geisterteilchen durch alles hindurch gelangen. Gemessen werden ihre Begleiter, Elektronen nämlich. Die entstehen beim Zerfall der Atome des Wasserstoffisotops Tritium zu Helium. Der ganze Prozess wird Beta-Zerfall genannt und Tritium steckt auch im Namen von Katrin. Das ist nämlich die Abkürzung für Karlsruhe Tritium Neutrino Experiment. Konkret ist das Experiment den nackten Neutrinos auf der Spur, also den Neutrinos, die bei dem Beta-Zerfall nichts von der freigesetzten Energie abbekommen haben. Denn da man weiß, wie hoch die ursprünglich freigesetzte Energie war, kann man von der Bewegungsenergie des Elektrons eine absolute Messbestimmung, Massebestimmung der Neutrinos vornehmen. Die Einheit dafür MeV, also Millielektronenvolt, kurios, wenn man bedenkt, dass die Masse anderer Teilchen in Einheiten angegeben werden, die viele Milliarden Mal größer sind. Und so funktioniert der 70 Meter lange Versuchsaufbau konkret. Tritium, ein radioaktives Wasserstoffatom, tritt in ein Vakuumrohr. Bei seinem Zerfall wandelt sich ein Neutron in ein Elektron, ein Proton und ein Neutrino. Wie gesagt, wird dann die Bewegungsenergie des Elektrons gemessen. Dafür müssen andere Elektronen herausgefiltert werden. Dieses geschieht durch ein Magnetfeld, das die Teilchen durch eine unglaublich 23 Meter lange Vakuumkammer führt. Und das ist wirklich ein irrsinniges Vakuum. Ja, und nur die stärksten und schnellsten, die zusammen mit dem nackten Neutrino entstanden sind, die schaffen es bis auf die andere Seite zum Detektor am Ende des Versuchs. Drittens, mit welchen Ergebnissen rechnet man? Der größte Erfolg für die Forscherinnen und Forscher wäre es, mit Hilfe von Katrin die genaue Masse der Neutrinos zu bestimmen. Dafür müsste sie mehr als 200 MeV betragen. Denn so viel gibt Katrin her. Bisher liegt die Obergrenze bei etwa 2 Elektronenvolt und so viel steht fest, so viel wiegen Neutrinos also nochmal nicht. Ein kleiner Trostpreis wäre es aber auch, mit Katrin diese Grenze zu verschieben, also die Angabe einer neuen Obergrenze zu machen. Die größte Sensation aber wäre es, wenn Katrin frühere Modelle komplett widerlegen würde. Diese hatten aus Beobachtungen der All-Hintergrundstrahlung berechnet, dass die Masse der Neutrinos nicht über einem Elektronenvolt liegen könne. Andere Ergebnisse würden also die Säulen des Standardmodells der Kosmologie von Grund auf erschüttern. Viertens, wie lange hat Katrin Zeit? 60 Millionen Euro und 17 Jahre Arbeit stecken in Katrin und Forschungsteams setzen große Hoffnung in die Anlage. Falls bis zum Jahr 2023 noch immer keine absolute Massenbestimmung möglich sein sollte, ist ein Update von Katrin geplant. Dann würden Messungen bis 100 MeV
möglich werden. Doch mehr geht definitiv nicht. Dazu schreibt das Wissenschaftsmagazin Science, Katrin könnte die letzte Hoffnung der Physiker sein, die Neutrinomasse zu messen, zumindest ohne eine revolutionäre neue Technologie. Wenn ihr keine Videos dazu und zu allen anderen Themen verpassen wollt, dann addet mich bei WhatsApp, dann umgeht ihr die kaputte Abo-Box hier auf YouTube und verpasst kein Video mehr, denn über WhatsApp erfahrt ihr von mir noch vor allen anderen vom neuesten Video täglich. Garantiert einfach hier draufklicken und am besten auch meinen Schwesterkanal Klick zum Social Media abonnieren, da gibt es das Neueste aus der Social Media Welt. Dafür hier klicken, aber natürlich nicht die Glocke vergessen. Und hier geht's weiter mit dafür auch draufklicken. Neues Teilchen entdeckt. Bis dann. Bleibt dran.